Schön, dass ihr wieder hier seid bei Minecraft, Leute. Wunderschönen guten Tag. Gut, heute machen wir weiter, wo wir letztens aufgehört haben. Wir haben hier ein bisschen Eisen noch drin. Und Gold. So, Stil haben wir schon, das wird hier durchgeschmolzen. Wir wollten bauen, und zwar diesen Heavy Seed-Dingsbums-Gedöns da. Das heißt, wir brauchen hier zwei. Und Glasbänder. Glasbänder haben wir noch hier. Da ist ja ein bisschen Autos. Ja, genau. Ich dachte schon. Ich hatte jetzt einen Moment echt Angst, dass wir den ja hier schon hatten. Jetzt ist mir leichter gefallen. Und wir wollten so ein Basic-Dings bauen. Dafür brauchen wir noch Redstone. Weil ich testen wollte, ob das so funktioniert. Auch nicht. Kann das überhaupt irgendwo Strom akzeptieren? Oder wirklich nur, wenn man ein Gerät daneben hat? Da ist Spitzhacke, geht das? Gleich feststellen. Ja, geht. Okay, also der Generator muss anscheinend direkt nebenan sein. Okay, ist in dem Fall jetzt vielleicht auch nicht so tragisch, aber ist doch blöd. Okay, und Hammer geht's auch. Mit Hammer ist er natürlich schneller. Auch interessant. Ja, auch genial animiert hier. So blub, blub, blub. Wenn jetzt zwei Hammer reintun, was macht er dann? Er braucht auch nette Uses davon, gell? Aber jede Menge RF braucht er. Okay. Autosieb, geht das vielleicht hier dran klatschen? No Mesh. Ha, warum geht das nicht da dran? Geht das vielleicht so dann? Nee, auch nicht. Nackter Mann. Nackter Mann. Nein, nackter Mann. Heißt, es geht auch nicht mit den Kabeln. Ach, da müssen wir halt mal oben dran. No Mesh. Das heißt, wir müssen den Mesh geben. Mesh. So, was ist da natürlich jetzt das Beste? Das weiß wieder kein Mensch. Mesh, der irgendwas. Nee. Carbon, das. Ja, Wundenmesh ist natürlich klar. Eisenmesh. Machen wir Eisenmesh. Ich glaube, das geht kaputt, oder? Ich weiß es gar nicht. Rechtsklick. Shift-Rechtsklick. Mesh reinlegen. Ah, unten reinlegen, dann können wir oben. So, wir jetzt mal gucken, was kriegen wir hier raus. Wir kriegen hier raus alles Mögliche. Osmium und alles. Das heißt, rein theoretisch das da rein. Hammer. Warum kann ich das jetzt nicht hier 7? Das ist ja ein Auto Heavy Sea. Und Exenil 7? Okay, da kann ich es anscheinend nicht 7. Wenn ich jetzt rein theoretisch das nochmal durchhammern lasse, was kommt dann raus? Sand. Kann ich Sand 7? Auch nicht. Heavy Seed. Ich kann Compressed Ender Gravel. Achso, hier kann ich nur kompresste Sachen machen. Okay. Ist auch kein Thema. Raus, raus. Ach, kann man es doch weiter. Da machen wir halt hier kompresst. Ist ja auch egal. So. Und das müsste gehen. Genau, das geht. Das siebt hier fleißig, wie man sieht. Und da, da, da. Du bist brav am Arbeiten. Ich weiß gar nicht, kann das kaputt gehen werden oder nicht? Wir kriegen hier. Doch, es wird kaputt, okay. Wir kriegen hier schon ein paar Sachen raus. Zum Beispiel Osmium. Da kriegen wir Osmium Gravel. Aus Osmium Gravel kriegen wir wieder ein Dings raus. Oder wir lassen das wieder mit dem Hammer machen.
kriegen wir vier Dings raus, kriegen wir Sand raus, aus Sand kriegen wir vier Dust. Aber wir kriegen da schon ein paar Sachen raus. Lead, Zinn, Eisen zum Beispiel, ist auch interessant. Okay. Blöd ist jetzt nur natürlich, dass das gepresst sein muss. Was wir ein bisschen vorher gucken sollen. Consuming 120 F, na gratuliere. Der Generator hat eine Freude mit euch. Zwei Dinger hier. Das heißt, wir werden das trotzdem wieder per Hand machen. Und zwar brauchen wir noch mal einen Hammer. Beziehungsweise wenigstens das Hammern. Das werde ich dann offline ein bisschen machen. Dann so. Das hier. Dann war das ja so, so und Diamanten. Und das, den kann ich ja erweitern, okay, zu diesen großen. Und das sind halt vier Diamanten, sind 2, 4, 6, 18 Diamanten, 17 habe ich noch. Könnten riskieren, nein, machen wir aber nicht. Und daran kann ich dann eben selbst den hier hin platzieren und hammern. Und dann, ich weiß gar nicht, den Gravel, kann man den weiter hammern? Ob nicht, oder? Gravel. Kriegen wir Sand raus. Sand. Kriegen wir das draußen. Das. Kriegen wir nur das draußen. Wenn wir das ziehen, geht natürlich so wieder nicht. Da brauchen wir ja wieder einen neuen Dust. Ich kann einfach mal sie bauen. Wir brauchen mal kurz. Wir bauen. Braun Holz, scheiße. Hallo? So, so. Dann haben wir das mal. Da können wir hier diesen komischen Siebter bauen. Wir brauchen Holz. Also Rohholz. Müssen wir jetzt organisieren. Damit wir das weiterbauen können. Sonst haben wir ein kleines Problem. Da müsste ich aber rein durch eine Spitzhacke bauen. Eine Axt bauen. Dann geht es auch beim schneller. Das wäre halt noch so ein bisschen die Lösung. Mal was gucken. So, haben wir noch kurz was geguckt. Dann brauchen wir das und dann nehmen wir das noch mit. Und das nächste noch und dann sollte das genügen. Wird man da genug haben. Nehmen wir mit. Oder auch nicht. Gott, das war wieder unser Reich, nicht in die Wildnis. Und dann war das hier so. So, so. Dann können wir das Sieb mit dem Mesh rein, dann können wir das per Hand machen. Rein theoretisch, so, Gravel rein. Ja, Gravel geht da gar nicht. Hat der Dust. Kann man das sieben dann? Dann tun wir mal anders Mesh rein. Ha! Sand? Die geht's dumm, das geht doch normal, oder? Da. Jetzt haben wir das Sieb hier, das hier. Sand geht nicht. Gravel? Was ist das? Das ist heavy. Warum heavy? Ich will ja einfach nur ein. Sieve. Wie kein Heavy Sieve, sondern ein normales. Okay, das sind da hinten, deswegen. Gott, Gott, Gott. Habe ich alles das Falsche gebaut, ehrlich. So, das Normale wollte ich einfach. Einfach normale. Okay, das geht einfach so. Natürlich wieder interessant, dass ich alles falsch baue, anstatt richtig. So eins wollte ich haben. Das wollte ich eigentlich ganz normal hier auch haben. Und das ist das Problem mit dem Hammer da. Das da rein. Und dann können wir rein durch den. Das mal durchlassen. Mal gucken, was rauskommt. Mal kurz interessieren. Wir kriegen raus einen Gunpowder. Interessant. Mal Gravel natürlich durchtun. Mal nichts raus. Doch, jetzt haben wir es rausbekommen.
Dann das, das und das. Also es geht. Gut, also so würde es klappen. Auch mit der Hand. Und eindeutig könnte man da dann mit einem Hammer was anders draus machen. Das. Und da kriegen wir schon ein paar Sachen raus, die wahrscheinlich interessant sind, aber wir damit noch nichts anfangen können. Mal rein. Die Brocken da. Da haben wir zum Beispiel Osmium, Nickel, Silber, Gold, Eisen, Aluminium und Kupfer. Also kriegen wir relativ viel raus. Zum Beispiel Gunpowder haben wir auch was bekommen. Appetite haben wir auch was bekommen. Das sind so Sachen, die braucht man nicht zwingend, aber man hat's. Wichtig ist immer schlafen gehen, damit das halt funktioniert. Und Backup ist auch wichtig, das ist auch immer alles wichtig. Der hat natürlich jetzt keinen Strom mehr. Was zum Problem ist, er hat einen Emerald bekommen. Haben wir überhaupt schon Emeralds? Glaub nicht. Wir mal bekommen, ist auch nicht verkehrt. Lithium, Eisen, Silber, Aluminium, Osmium, Nickel. Also es läuft. Wir müssen das Ganze jetzt natürlich nur noch so machen, dass es wirklich läuft. Wir brauchen mal einen Alloy-Smelter. Sonst wird mein gar nichts gehen. Dazu brauchen wir jede Menge Eisen. Eisen haben wir. Wir brauchen Redstone. Und was brauchen wir da noch für dafür? Da so, so, so. Gold. Haben wir je. Das ist ja nicht so geizig. Das Kupfer brauchen wir auch. Okay. Sollten wir ja auch haben. Habe ich ja auch schon durchgemacht. So, das, das. Also mich wundert, dass wir gar keine Musik mehr haben. Aber okay. Nehmen wir gleich zwei Maschinenkäse. Wir brauchen Alloy Smelter und wahrscheinlich noch eine Maschine. Okay. Wir brauchen mal viermal Öfen. Dreimal kriegen wir raus. Viermal kriegen wir nicht raus. Ist auch nicht so schlimm, machen wir so. Dann haben wir ihn und dann haben wir eh fertig den Elsmeter. Nee, ein Crush. Kruzikal fehlt noch. Elsmeter können wir dann da unten hinklatschen. Da füllt sich mit Energie, das läuft. Und dann haben wir mal das, weil ich möchte gerne. Ja, was möchte ich gerne? Eine Farming Station. Die Farming Station ist aber etwas teurer. Brauchen wir Splice und Dingsbums-Gedönse. Dazu brauchen wir wieder Köpfe von Monstern, die wir auch nicht haben. Da brauchen wir rein theoretisch zwei Köpfe. Wir brauchen hier einen Kopf. Und wir müssen Soul Sand. Soul Sand kriegen wir wie? Gar nicht. Und wo ist Soul Sand? Soul Sand. Da kriegen wir es heute. Mit Witchwater. Witchwater haben wir nicht. Ist blöd. Das haben wir auch nicht, haben wir auch nicht. Das ging. Sand. So ist es. Cool. Also, wir hauen hier Sand hin. Drücken auf den Knopf. Blub. Und haben so ist es. Also, das hätten wir dann schon. Wir brauchen hier noch ein bisschen was. Und zwar Enderpearl und Iron. Dafür brauchen wir 9, also zweimal. Zweimal Eisen und zweimal Enderpearl. Enderpearl können wir aus Enderdust machen, das ist ein Erz, den kann man abbauen. Und dann kann man das da rein tun. Einmal das. Zweimal haben wir gesagt. Zweimal das. Und da Ore Smelting, dann geht das schon. So. Gut, ich werde dann offline mich darum kümmern, dass wir hier Köpfe kriegen. Werde die Farming Station auch schon aufbauen, Leute. Also wundert euch nicht. Ich glaube, ihr wisst, wie man eine Farming Station aufbaut. Und werde ja, die mal aufbauen und Holz drauf platzieren. Damit wir mal Holz kriegen ein bisschen. Oder ich gehe Holz farmen. Irgendwas lasse ich mir überlegen, was ich offline mache. Damit wir auch schneller vorankommen am Anfang. Denn das zieht sich halt schon ziemlich lange dann. Ich werde ein bisschen vorbereiten für die nächsten Folgen dann. Also nicht, dass ihr euch wundert, warum ich weitermache. Das werde ich so mal ein bisschen machen.
Also brauchen wir eh dann eventuell das Enderschwert. Weiß jetzt gar nicht, wie das heißt. Ich glaube, der End oder sowas. Der Ender, da, das, da brauchen wir. Da brauchen wir dieses Dark-Gedöns. Das ist dann Kohledust, Obsidian. Obsidian haben wir, ich glaube, nichts. Obsidian. Lootbags. Ah, Obsidian haben wir, okay. Obsidian, Kohledust. Das heißt, wir müssen Kohledust und Eisen. Kohledust. Geht nicht. Wie kriegen wir Kohledust schon wieder her? Ein Richmond Chamber können wir Compressed Carbon in Crusher. Natürlich aber kein Crusher. Sondern ein Generator, das. Eine Sägenmühle wäre noch was. Dann wäre es auch einfacher. Zweimal Flint, einmal Pisten. Pisten sollte nicht schwer sein. Haben wir alles weit. Flint brauchen wir noch. Und dann können wir schon bauen. Maschinencasing haben wir. Wir brauchen Pisten. Und dann die Maschine. Zack. Das machen wir daneben. Und dann können wir hier Kohle durchsägen. Das läuft, genau. Und der braucht hier eh nicht so viel Kohle, dass es geht. Der braucht halt relativ viel RF, wenn wir den benutzen. Aber. So, dann nochmal das. Das und Eisen, glaube ich, oder? Was ich nicht mehr habe. Perfekt. Wir brauchen das eh nur zweimal. Für unser Schwert, das heißt, wir können das so machen. Zack, zack. Schwert machen wir noch und wie gesagt, dann gehe ich offline ein bisschen Monster killen und werde dann vielleicht auch die Farming Station schon bauen. Mal gucken, wie ich Lust habe. Na komm, bis bald. Okay, das dauert ein bisschen länger. 52, 54. Aber okay, damit können wir auch noch leben. Eindeutig brauchen wir nicht zuschauen. Wir können hier mal zum Beispiel noch das Gold durchjagen, der das fertig macht. Gut, der ist dann gleich out of Kohle. Ich weiß nicht, habe ich da eine Axt? Nein, habe ich nicht mehr. Können eine Axt bauen, aber welche ist das? Wir können so eine bauen von Dinkas Construct. Die hat ja einen Lumber-Check drauf, oder wie es das heißt. Oder wir bauen uns die hier mit Osmium. Zwar Osmium ist meiner aus Kupfer. Geht nicht. Gold ist scheiße. Gute Frage. Du kriegst Gold da rein. Macht schon eins. Und das können wir dann ohne Probleme zu einem Schwert machen. Staff of Traveling haben wir ja schon. Müssen natürlich dann auch noch Nacht werden, damit wir das dann testen können. So. Ist dann so, so und ein Stick. Tada. Bam, bam. Und das hat den Vorteil, dass es increased Cool and Ender Pearl Drops. Das heißt, wir kriegen mehr Ender Pearl und mehr Köpfe. Wir brauchen ja nur zwei Köpfe. Aber das Ganze läuft. Da muss irgendwo ein Mob sein. Achso, das sind Bienen oder was? Hier müsste einer sein. Oben ist er nicht, also müsste er unten sein. Bin dann überlegen, ob ich das machen soll. Nein, ich mach's lieber nicht, weil die Bienen greifen mir an. Verdammt! Gut, Leute, ich würde sagen, das war's für die Folge. Lasst ein Like oder Abo da. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Wie gesagt, ich werde offline ein bisschen weitermachen. Oder auch nicht. Mal gucken, wie ich Lust habe. Und wir sehen uns. Also, tschüss, Leute. Bis dann.